Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem neuen Video und heute ja von meinem Smurf-Account. Ich habe ja diesen Account vor einigen Wochen begonnen zu spielen und habe den aufgebaut und jetzt habe ich ja meinen alten Account wieder. Aber trotzdem möchte ich diesen Account hier nicht aufgeben, ich möchte ihn nicht vernachlässigen. Ich habe in den letzten Tagen hier wirklich Gas gegeben. Hab gefarmt, gemacht und getan, habe heute auch so ein bisschen die Helden verstärkt, wollte das eigentlich mit euch zusammen machen, aber irgendwie wollte ich heute eigentlich gar kein Video machen und da habe ich gedacht, komm, verstärkst du jetzt einfach mal die Helden, weil ich da heute große Lust auf hatte. Und ich werde auch in Zukunft hier weiterhin Gas geben. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Welle S und die Welle T fällt. Und heute möchte ich mal mit euch hier ein paar Versuche opfern, 5-6 Versuche einfach. Damit ich mal sehe, wie weit wir hier sind, ob hier eine Möglichkeit besteht. Wir haben ja nach wie vor noch kein Kürbisherzog und würde natürlich auch ohne ihn gehen, wenn wir hier eine stärkere Rose hätten, wenn wir einen Anubis hätten und so weiter. Aber haben wir natürlich nicht. Wir haben zwar eine Rose, aber die alleine reicht hier momentan noch nicht aus. Wir schauen am besten einfach mal direkt hier in mein Heldenaltar. Ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe. Eros ist nach wie vor bei mir auf 8 von 10. Ja, ich weiß, man soll ihn auf jeden Fall nicht auf 8 von 10 lassen. Man soll ihn auf 9 von 10 spielen. Ich kann das auch gerne mal erklären für die Leute, die es nicht wissen. Aber der Großteil, der weiß es ja. 99% der Leute wissen es, denke ich mal. Aber mit Sicherheit gibt es immer einige, die sich fragen, warum soll man den Eros nicht auf 8 von 10 spielen? Und das werde ich euch hier mal ganz kurz erklären. Ich werde mich auch gar nicht lange an dem Eros jetzt aufhalten. Also, wir schauen uns den Eros mal auf der Skillstufe von 1 von 10 an. Erhöht die Energie von Verbündeten um 10. Das heißt, wenn der Eros prockt, löst er seine Fähigkeit aus und gibt eurem Helden, euren Verbündeten oder den Verbündeten von dem Eros, sprich euren Helden also, ist ja richtig, gibt eurem Helden dann 10 Energie. Euer Held, der hat eine Energieleiste. Diese Energieleiste, die muss sich zu 100% füllen, dass euer Held seine Fähigkeit auslöst. Das heißt, erst wenn die Energieleiste mit 100 Energie zu 100% gefüllt ist, dann prockt euer Held und dann löst eure Fähigkeit aus. Damit sich die Energieleiste füllt, besteht die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Eros eurem Helden Energie gibt oder die Valentina eurem Helden Energie gibt oder euer Held einen anderen Helden angreift, einen Angriff ausführt und dadurch Energie gewinnt. Zum Beispiel, wir nehmen den Kürbisherzog einfach jetzt mal als Beispiel. Das ist bei einigen Helden anders, wie zum Beispiel beim Arius. Der bekommt dann weniger Energie als der Kürbisherzog durch einen Angriff. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Kürbisherzog als Beispiel. Euer Kürbisherzog greift einen Helden an, ne, und gewinnt mit jedem Angriff 15 Energie dazu. Das heißt, eure Leiste füllt sich mit jedem Angriff mit 15 Energie. Wenn euer Held angegriffen wird, wenn euer Herzog vom Gegner angegriffen wird, füllt sich eure Energie auch. Oder wenn euer Kürbis den Gegner angreift, würde sich die Energieleiste vom Eros füllen, aber auch automatisch die Energieleiste von eurem Gegner. Wenn euch zum Beispiel die Türme attackieren, füllt sich auch eure Energie. Zwar nicht so viel, also ihr bekommt dadurch nicht viel Energie, aber es ist auf jeden Fall etwas. So, jetzt gehen wir davon aus, dass Eros prockt auf der Skillstufe von 1 von 10. Er löst seine Energie aus, verleiht eurem Held oder gibt eurem Held die 10 Energie. So, das heißt, euer Kürbisherzog hat schon mal 10 Energie aufgeladen. Er läuft zum Gegner, greift den Gegner an und bekommt für den ersten Angriff 15 dazu. Das heißt, 10 Energie vom Eros plus die 15, die er durch den Angriff bekommen hat, durch den ersten Angriff, sind es 25. Mit dem zweiten Angriff bekommt er wieder 15, sind wir auf 40. Dritter Angriff 55, vierter Angriff 70, fünfter Angriff 85 und der sechste Angriff wären wir bei 100. Ja, das heißt, wir brauchen 6 Angriffe, dass wir auf 100 Energie kommen. Und wenn euer Held keine Eile hat, dann benötigen wir einen zusätzlichen Schlag. Das heißt, es reicht nicht, dass eure Energie zu 100% gefüllt ist, sondern wir müssen bei 100 ankommen und dann müssen wir nochmal einen Angriff machen, dass unser Held prockt. Das würde anders aussehen, wenn euer Held
Eile hätte. Bei einigen Helden steht ja unten in der Fähigkeit, hat Eile. Bei der Eile ist es so, da reicht es aus, wenn eure Energieleiste zu 100% gefüllt ist. Genau dann, wenn sie voll ist, prockt euer Held. Er muss nicht einen zusätzlichen Schlag ausführen. Ja? Das bedeutet, oder das bedeutet Eile. Genau. So, Skillstufe 1 braucht Eros also 6 Schläge, dass die Energieleiste voll ist. Und mit dem 7. Schlag würde er, beziehungsweise der Kürbisherzog, mit dem 7. Schlag würde er dann procken und dann würde seine Fähigkeit auslösen. Aber wir lassen jetzt mal diesen zusätzlichen Schlag, sondern uns soll es nur mal darum gehen, wie viele Schläge der Kürbisherzog braucht, dass seine Energieleiste zu 100% gefüllt ist. So, dann schauen wir mal Skillstufe 2 von 10. Hier bekommt er nicht mehr 10, sondern er bekommt 15 Energie vom Eros. Das heißt, Pidi startet mit 15 Energie. Erster Schlag bekommt er 15 dazu, sind wir bei 30. Zweiter 45, dritter 60, vierter 75, fünfter 90. Mit dem sechsten Schlag wären wir voll. Das heißt, hätten dann diese 100 Energie. Und es hat sich nichts geändert. Also auf Skillstufe 1 von 10 6 Angriffe, auf Skillstufe 2 von 10 auch 6 Angriffe. Auf Skillstufe 3 von 10 bekommen wir 20 Energie von Eros. Erster Schlag bringt uns wieder 15, sind wir bei 35, zweiter 50, dritter 65, vierter 80, fünfter 95. Und dann brauchen wir wieder einen Schlag, den sechsten Schlag, dass wir bei 100 ankommen. Das heißt, wir sind auf der Skillstufe 3 von 10 und wir brauchen nach wie vor 6 Schläge. Jetzt kommen wir zu der Skillstufe 4 von 10. Wir bekommen 25 Energie. Erster bringt uns 15 Energie dazu, sind wir bei 40, zweiter 55, dritter 70, vierter 85, fünfter 100. Erst ab der Skillstufe 4 von 10 brauchen wir keine 6 Schläge mehr, sondern wir brauchen 5 Schläge. So, und auf 5 von 10 brauchen wir auch 5 Schläge. Auf 6 von 10 brauchen wir auch 5 Schläge. Erst auf 7 von 10 brauchen wir 4 Schläge, 4 Angriffe, dass wir 4... erst auf 7 von 10 brauchen wir 4 Angriffe, dass sich unsere Energieleiste zu 100% füllt. Wir können das Ganze auch nochmal auf 6 von 10 hier durchrechnen. Wir bekommen vom Eros 35 Energie. Erster Schlag bringt uns 15, sind wir bei 50. Zweiter 65, dritter 80, vierter 95. Und der fünfte bringt uns dann auf 100%. Und auf 7 sieht das dann anders aus. 40 Energie, erster Schlag 55, zweiter 70, dritter 85, vierter 100. Das heißt, wir brauchen, wie gesagt, keine 5 mehr, wie auf 6 von 10, auf 5 von 10, sondern wir brauchen auf 7 von 10 nur noch 4. Und jetzt rechnen wir uns das mal auf 8 von 10 durch. Hier kriegen wir 45 Energie. Erster bringt uns auf 60, erster Schlag. Der zweite Schlag bringt uns auf 75, der dritte auf 90, der vierte bringt uns auf 100. Das heißt, auf 7 von 10 brauchen wir 4 Schläge, auf 8 von 10 brauchen wir auch 4 Schläge. Und deswegen sagt man immer, wir sollen unseren Eros entweder auf 7 von 10 lassen, also wir sollen ihn nicht lassen. Man bekommt ja auch, wenn man den Skill erhöht, bekommt man ja auch diesen Angriffsbuff. Er ist ja nicht unwichtig, aber es geht jetzt nur um die Energie. Viele bringen ihn von 7 von 10 auf 8 von 10 und erhöhen ihn dann nicht mehr. Ne? Sondern spielen den Eros einfach monatelang so weiter. Und da sagt man sich, das soll man dann nicht machen. Dann soll man ihn lieber auf 7 von 10 lassen, weil ist dasselbe im Prinzip, also nicht im Prinzip, es ist ja im Prinzip dasselbe wie auf 8 von 10. Wir brauchen genauso viel Schläge. Entweder soll man ihn dann auf 7 von 10 lassen oder wenn man ihn auf 8 von 10 bringt, dann soll man ihn auch zügig auf 9 von 10 bringen. Denn auf 9 von 10 bekommen wir 55 Energie. Mit dem ersten Schlag sind wir auf 70, mit dem zweiten auf 85 und mit dem dritten Schlag sind wir auf 100%. So, 7 von 10 brauchen wir 4 Schläge, 8 von 10 auch 4 Schläge und auf 9 von 10 brauchen wir dann nur noch 3 Schläge, 3 Angriffe, dass sich unsere Energieleiste zu 100% aufgefüllt hat und dann bräuchten wir, wenn keine Eile vorhanden in der Fähigkeit, dann bräuchten wir noch einen zusätzlichen vierten Schlag, was beim Kürbisherzog der Fall ist, dass unser Kürbisherzog dann zum Proc kommt. Ja, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Aus diesem Grund sagt man,
immer Nein. Bringt euren Eros bitte höher. Lasst ihn nicht auf 8 von 10, sondern bringt ihn auf 9 von 10. Denn dann brauchen wir nur noch 3 Schläge, dass sich unsere Energieleiste zu 100% füllt. So, jetzt kommen wir aber zu den Helden. Das, was ich verändert habe. Den Eros habe ich nicht verändert. Der ist auf 8 von 10. Hatten wir ja gerade gesehen. Dann habe ich meine Rose. Die habe ich auch nicht verändert. Die ist auf 7 von 10. Ich habe verändert meinen Druiden, den habe ich auf 6 von 10 gebracht, dass wir einfach ein bisschen mehr Heilung bekommen und der Angriffsbuff, der hat sich hier so ein bisschen erhöht, die ist nicht im Spiel. Dann habe ich den Hexer, den wollte ich eigentlich auf 6 von 10 bringen, habe ich versehentlich auf 7 von 10 gebracht, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist ja gar nicht tragisch, denn den Hexer werde ich ja auch mit Sicherheit auf diesem Account noch nutzen und von daher soll es okay sein. Ich hatte die Lady Boom im Einsatz. Habe ich jetzt geändert. Ich habe den PK dabei, der war auf 3 von 10. Den habe ich auf 6 von 10 gebracht. Habe ihn auf Level 140 gebracht. Gemeißelt. Können wir auch mal schauen. Ja, war ja auf 74. Können wir aber gerne hier auch nochmal auf 80 bringen. Habe ich jetzt keinen Mana für. Und mit diesen Helden werde ich ins Rennen gehen. Ich kann auch gerne nochmal die Pets hier zeigen. Auf der Rose habe ich die Mini Angie getan. Hier haben wir nochmal einen netten Angriffsbonus bekommen von 1100, kein Angriffs, doch ein Angriffsbonus, ein Pet-Angriffsbonus von 1155 und hier steht ja auch, stellt außerdem die LP des Ziels um 480% Pet-Angriffsschaden wieder her. Das heißt, umso höher hier der Angriff des Pets, umso mehr werden wir geheilt und ich habe mich da jetzt einfach für die Rose entschieden. Den Eros, den habe ich jetzt hier im Julefanten drin. Wir müssen aber mal schauen, den kleinen Chaoten, den lasse ich mal auf dem PK. Wenn kleiner Chaotsheld angreift, hat kleiner Chaots, genau, wichtig war mir hier gewesen und dessen Angriff und Angriffgeschwindigkeit 3 Sekunden und 30% zu reduzieren. Aus diesem Grund nehmen wir ihn einfach mal mit. Celestine, die würde ich auch gerne mitnehmen, denn wenn Celestines Held angreift, hat Celestine eine 56%ige Chance, einem nahen gegnerischen Helden 320% Pet Angriffsschaden zuzufügen. Ich muss lachen, weil ich wieder so viel am Quatschen bin. Und dessen Buffs zu entfernen, das ist uns wichtig. Aber die gute ist noch auf 1 von 10 und aus diesem Grund werden wir die jetzt einfach mal ein bisschen höher bringen. Level 1 und bringen wir die mal auf Level 3. So. So, jetzt haben wir die schon mal auf Level 3 und dessen Buffs zu entfernen, immer noch 4,5 Sekunden. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was sich hier verändert hat. Aber wir haben die jetzt zumindest schon mal auf Level 3. Ja, den Hexer, den habe ich auf Phoenix. Ich denke mal, auch dieses Pet sollte klar sein, damit ich das jetzt nicht hier wieder komplett vorlesen muss. Wenn Phoenix Held angreift, hat Phoenix eine 42%ige Chance. Tada, tada, tada. Und wichtig ist uns hier, dass das Pet die Beweggeschwindigkeit verringert. Um 45% soll die verringert werden. Und ja, aus diesem Grund nehmen wir dieses Pet halt mit und natürlich den Druiden im Bablo. Und so werden wir jetzt an den Start gehen. Mensch, ich bin aber auch heiser. Ich bin Verkäufer. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel aus meinem Privatleben erzählen. Aber ich bin halt Verkäufer. Ich habe mein ganzes Leben lang nur verkauft. Und wenn ich was gut kann, dann ist es reden. Und ich rede manchmal so viel, dass ich dann auch wirklich heiser bin. Und ich habe heute wieder viel gesprochen. Und auch hier gebe ich gerade wieder tüchtig Gas. Und wir schauen jetzt mal, wie viele Versuche ich hier habe. Ja, 6-mal werden wir das Ganze starten. Ich werde das Ganze hier beobachten. Schade, dass wir keine Pixie haben. Wäre natürlich richtig nett gewesen. Magietürme habe ich auf Level 8. Die werden hier auf jeden Fall von dem Molter in Beschuss genommen. Die werden kippen, da bin ich mir sicher. Und der Molter, der wird uns auch einen Debuff reinhauen. Das ist bei Welle S so ein bisschen das Blöde, da muss man drauf achten. Und eine Pixie wäre da zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, denn wie man hier ganz unten sieht, entfernt deren Buffs. Ne? Heilt 3 Verbündete um 250% Angriff und entfernt deren Debuffs. Falls ich Buffs gesagt habe, nein, sondern Debuffs. Und wir kriegen ja von dem Molter, die uns hier anfliegen, kriegen wir die ganze Zeit Debuffs rein. Und da ist eine Pixie auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich bei Welle S. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen. So, dann würde ich sagen,
ich setze hier nochmal ein, zwei Truppen rein. So, einfach mal 5-6 Truppen hier rein. Das Rathaus setze ich mal hier nach vorne, weil ich gesehen habe, dass der Donnergott gern mal prockt und dann soll es auf das Rathaus gehen. Obwohl es, glaube ich, da auch aufs Rathaus gehen würde, je nachdem, wenn es vorher fällt, dann nicht. Deswegen lasse ich das mal kurz stehen. Wir warten mal ein, zwei Sekunden und dann legen wir los. Ja, ich hoffe, dass es euch ansonsten gut geht. Das fragt man ja auch so gut wie nie. Das mache ich mal an dieser Stelle, bis die Truppen hier voll sind. Ist wieder kalt geworden hier bei mir in Köln. Ich komme ja aus Köln, habe es schon damals mal erwähnt. Ich bin ein kölscher Jung und ja, bei uns ist es auf jeden Fall wieder kalt. Heizung laufen auf Hochtouren hier bei mir und gut, da haben wir hier ein paar Truppen drin. Hier habe ich jetzt keine reingesetzt. So, setzen wir auch noch mal ein paar rein. Komm, wir starten jetzt einfach mal die erste Welle, beobachten das Ganze mal, was hier passiert. Und habe ich auch alles beachtet. Runen müsste ich überall Wiederbeleben drauf haben. Schauen wir mal. Ne, die hatten für langsam, beziehungsweise der Eros hat für langsam. Hexe auch für langsam. PK, ja, ich habe nicht mehr Wiederbeleben Runen, deswegen soll das auf jeden Fall erstmal okay sein. So, zack, nicht Welle R, Welle S. Los geht es. So, wir schauen mal. Hier kommen natürlich die Ornis. Hätte ich die Möglichkeit, die Türme umzuswitchen, dann hätte ich hier wahrscheinlich die Pfeiltürme genutzt. Kann ich aber nicht umswitchen, weil die am Leveln sind. Und wenn man die Türme oder wenn die Türme am Leveln sind, dann kann man keine anderen Türme ändern. Das heißt, wir können uns hier nicht die Pfeiltürme momentan aussuchen. Hätte ich gemacht, einfach um die Türme noch so ein bisschen zu stärken, was die HP angeht. Ja, hier greift der Schnitter an. Okay, ein Gebäude ist gefallen, das zweite Gebäude ist gefallen. Ich werde das Ganze aber ein bisschen schneller laufen lassen. Ja, sind auf jeden Fall schon wieder 4 Gebäude gefallen, viel zu viel. Wir sind noch nicht mal bei S2 angekommen. Und das ist auf jeden Fall zu viel, daran scheitert es momentan so ein bisschen. Mit ein bisschen Glück könnten wir das auf jeden Fall schaffen. Da bin ich mir sicher, aber dann müssen die Spawns stimmen. Und momentan ist es halt noch nicht so. Ja, S3, normal S4. So, wir versuchen es nochmal mit dieser Base und dann switche ich nochmal um in die andere Base und dann versuchen wir es da nochmal. Wenn die Gebäude hier ein bisschen mehr aushalten würden, dann wäre es auf jeden Fall viel, viel besser. Ein Gebäude ist gefallen. So, hier hinten sind noch Helden. So, jetzt erst greifen die Ornis an. Ein Gebäude ist platt, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Da man das Ganze immer schnell spielt, das ist es auf jeden Fall sehr, sehr eigenartig, wenn man das Ganze nochmal laufen lässt. Mensch, die bewegen sich ja im Schneckentempo. So, 2 Gebäude sind platt. Ja, ist auf jeden Fall schon besser. Wir sind bei S3. Gut, jetzt greifen die natürlich von beiden Seiten an. Ist doof. Ja, sind auf jeden Fall wieder zu viele Gebäude draufgegangen. So, jetzt, okay, die kommen von hier hinten. Das war gar nicht schlecht. Schade, dass nicht mehr Gebäude stehen. Der Molter darf nicht zum Proc kommen. Ist er aber zum Proc gekommen. Und das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Wenn der Molter hier prockt, dann kriegen wir richtig eins ja, aufs Auge und dann war es das gewesen. So, Helden hier hinten. Vorne habe ich den PK, kann ich auch kurz mal zeigen. Hier ist der Druide. Vorne der Eros. So, hier haben wir den Hexer hier hinten und die Rose auch hinten. Ich werde das jetzt einfach mal so lassen. Vorne, ja, so viel Unterschied wird das hier jetzt gar nicht machen bei dieser kleinen Base. Ja, dann starte ich hier auch nochmal, obwohl ich weiß, dass wir eigentlich nicht so weit sind. Wir brauchen hier schon ein bisschen mehr Glück, dass wir das schaffen. Das heißt, wenn genügend Gebäude bis S5 stehen bleiben würden und wir den Molter unter Kontrolle kriegen würden, dann hätten wir hier gute Chancen, dass es mit der Welle S funktioniert. Aber es wird schwierig. So, S2, 2 Gebäude sind gefallen, wir sind bei S3. Auch gut, die kommen von hinten. Jetzt müssen die natürlich hier nun ganz schnell, der Molter, hier sieht man es, zack, er ist weg, okay. Ja, es sind schon wieder viel zu viele Gebäude draufgegangen.
sind wir wieder bei S3, nicht mal bis S5 gekommen. Auch hier, der Molter ist im Anflug. Zack, lädt sich auf, prockt, Ende im Gelände. So, dann versuchen wir es noch einmal. Sollte es nicht klappen, dann werde ich hier nicht weitere Versuche opfern. Ich werde dann weiter Gas geben, werde Helden und Gebäude weiterhin pushen. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir hier auf jeden Fall demnächst die Welle S zu Fall bekommen. Wenn wir dann auch mal einen Kürbisherzog bekommen würden, dann wäre das hier gar kein Problem. Die Helden brauchen ja einfach viel zu lange, die Gegner aus dem Weg zu holen. Das heißt, die Gegner kommen hier hin, ne, halten sich einfach viel zu lange hier auf. Wenn der BD uns so ein bisschen auf Speed bringen würde, dann würde das auch klappen. Aber dafür müssen wir den erstmal bekommen. Wir sind bei S4. So, die kommen wieder angelaufen wie die Irren. Molter im Anflug. Und diesmal war es nicht Molter. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, der war ein bisschen weiter weg. Molter war nicht schuld gewesen. Ja, meine Lieben, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, ich werde weiter Gas geben. Werde Helden pushen, werde Gebäude pushen. Nächstes Mal eventuell auf Falltürme umswitchen. Schauen, dass ich ja hier das ein oder andere umbaue. Und dann werden wir weitersehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst.